Während deiner entspannten Ruhephase bin ich die Stimme, die dich sanftmütig begleiten möchte. Zunächst habe ich eine gut gemeinte Lebensweisheit für dich. Das Leben ist viel zu aufregend, als dass man einfach nur gemütlich darin herumsitzen dürfte. Mit der entsprechenden Motivation hat man deshalb immer etwas, worauf man sich freut. Genieße daher all die wundervollen Dinge im Leben, welche dich glücklich gemacht haben. Nimm sie mit in deine Gedanken oder auch in deine Träume. Während du meiner Stimme zuhörst, hoffe ich, dass du dich tatsächlich etwas entspannen kannst. Das leichte Meeresrauschen im Hintergrund soll dabei helfen, dich in Gedanken an einen sonnigen Ort zu bringen. Dieser Ort soll dir eine angenehme Wärme vermitteln, damit du dich wohlfühlst und seelenruhig entspannen kannst. Lass dich fallen und genieße diesen Moment.
Mache es dir bitte gemütlich, um zu entspannen und in Ruhe die nächsten Momente zu genießen. Eine Weisheit für das Leben soll dich hierbei sanft begleiten. Es gibt im Leben kein richtig und auch kein falsch. Entscheidend ist, was dich glücklich macht. Denke deshalb häufiger an das, was du hast, statt an das, was dir fehlt. Lass dich fallen und denke an die glücklichen Momente und die schönen Dinge in deinem Leben.
Während deiner Ruhephase bin ich die begleitende Stimme. Dafür habe ich eine gesellige Weisheit, denn das Leben ist wie eine Zugfahrt. Viele Menschen steigen ein und einige davon steigen auch wieder aus. Aber nur ganz wenige dieser Personen begleiten dich bis ans Ziel. Diesen Menschen ist es egal, wie spät es ist oder was die aktuelle Wetterprognose verspricht. Versprechen entpuppen sich sowieso leider viel zu oft als Versprecher. Ein beruhigendes und gleichmäßiges Meeresrauschen hilft dir schnell, um an wunderschöne Augenblicke zu denken. Es soll dich in Gedanken an einen gemütlichen Ort bringen und dir Ruhe zum Entspannen übermitteln. Genieße diesen Augenblick.
Ich bin deine angenehme Stimme, die dich in deiner Ruhephase begleitet. Das folgende Achtsamkeitszitat soll dich in deinem Unterbewusstsein erreichen. Das Wertvollste im Leben ist die Zeit. Man muss mit der Zeit achtsam umgehen, um wertvolle Lebenszeit und Lebensfreude zu haben. Immer noch plätschert im Hintergrund das Wasser von den weiten Sandstränden, die du in der Vergangenheit bereits besucht hast. Sie bringen dich zurück an jene Orte, welche dir besonders gut gefallen haben und holen wundervolle Erinnerungen wieder in den Vordergrund, wie zum Beispiel das lustige Kreischen der Möwen oder das Ertönen des Signalhorns eines Schiffes und natürlich das liebliche Rauschen der Wellen am Meeresufer. Diese Geräusche sind erfrischende Klänge für dich und sie dürfen dich gerne tiefer in deiner Entspannung verweilen lassen.
Ich bin die Stimme, die dich immer noch beim Entspannen unterstützt. Eine weitere Weisheit des Lebens soll dich hierbei sanft begleiten. Das Reiseziel ist nicht unbedingt ein Ort, sondern eine Art, die Dinge des Lebens neu zu betrachten, also aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen. Blicke in deine Gedanken und versuche, das Positive aus der anderen Sichtweise zu entnehmen.
Ich bin die begleitende Stimme, die dich gern beim Entspannen unterstützen möchte. Zunächst beginne ich mit einer passenden Lebensweisheit für dich. Denn nichts ist mehr wert als der heutige Tag. Du kannst das Gestern nicht wieder erleben und das Morgen ist noch unerreichbar. Mache es dir deshalb gemütlich und entspanne. Das leichte Wasserplätschern und die verschiedenen Vogelstimmen im Hintergrund, das sind die Klänge von den herrlichen Stränden, die du in deinem Leben bereits besucht hast. Sie holen wundervolle Erinnerungen zurück, lassen dich erneut durch den warmen Sand am weiten Strand schlendern und lassen dich noch intensiver in deiner Entspannung versinken.
Um dich herum ist es ruhig und du nimmst lediglich das sanfte Meeresrauschen sowie die Vogelstimmen im Hintergrund wahr. Die folgende Weisheit spricht nebenbei zu deinem Unterbewusstsein. Es ist nie zu spät, der zu sein, der man sein möchte. Darum sollte man ein Leben leben, auf das man stolz ist. Wenn man das noch nicht geschafft hat, so braucht man weiterhin Geduld, etwas Kraft und Mut sowie einen starken Willen, um durchzuhalten. Also gebe bitte nicht auf und habe stets den Elan, um neu anzufangen. Glaube an dich und sei stolz auf das, was du bisher erreicht hast.
Ich bin die Stimme, die dich bis hierher sanftmütig begleitet hat. Auch jetzt habe ich eine gut gemeinte Lebensweisheit für dich. Glaube an Hoffnung, Liebe und Glück. Schau nach vorn und nicht zurück. Tu, was du willst und steh dazu, denn dieses Leben, das lebst nur du.
Während du weiterhin meiner Stimme zuhörst, kannst du dich gemütlich fallen lassen und entspannen. Das ruhige Meeresrauschen im Hintergrund sowie die Geräusche der Wasservögel sollen deine Gedanken entspannen lassen und dürfen dich gerne an einen sonnigen Ort bringen, um dein Gemüt, dein Herz und deine Seele zu erwärmen. Genieße diese Augenblicke, denn jede Reise hat zwar irgendwann ein Ende, aber in deinen Erinnerungen sind sie unvergänglich.